Doppelspieltag für Arsenal in der Pelada Futsal Regionalliga. Im ersten Spiel gegen den SV Lobeda gibt es ein deutliches 17:0. Ein auch in dieser Höhe völlig verdienter Sieg. Ja, ich würde sagen, dass wir von Anfang an gemerkt haben, dass wir die bessere Mannschaft sind. Und ja, dass es von Anfang an einfach eine klare Sache ist, denke ich mal. Und das haben wir uns auch von Anfang an vorgenommen, gleich die Tore zu machen, um den Sack zuzumachen. Und das ist uns ja auch gelungen. Es geht erst einmal recht verhalten los. Lobeda will sicher stehen und nicht früh in Rückstand geraten. Bis zur vierten Minute gelingt das auch ganz gut. Doch dann der Führungstreffer, 1:0 für Arsenal, Torschütze Lennart Hartmann. In der Folgezeit dominiert Arsenal das Spiel quasi nach Belieben. Lobeda sieht kaum Land gegen die in allen Belangen überlegenen Berliner. Technik, Taktik, Zweikampfverhalten, Einsatz in diesem Spiel stimmt alles beim FC Arsenal. Das Team kann sich Stück für Stück absetzen. Mit einem 7:0 geht es in die Kabine. Den Schlusspunkt in Hälfte 1 setzt Mike Aumann, stilgerecht natürlich mit der Hacke. Arsenal war schon sehr gut drauf. Wir waren vom Kopf her schon hier richtig konzentriert, in der Abwehr viel zu löchrig und nach vorne ging erste Halbzeit auch noch überhaupt nichts und in der zweiten dann auch so gut wie nichts. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, Arsenal jetzt wie im Rausch und auch ohne Mitleid für die überforderten Gäste. Man kann es schon fast gnadenlos nennen. Sogar der Trainer darf mal ran, zwei Tore macht Andi Vogler höchstpersönlich im Spiel gegen Lobeda. Ja, man sieht schon, ein bisschen fit bin ich noch, es geht noch. Ich weiß, wo der Ball hingehört und von daher macht schon Spaß, wenn man dann schon mit seinem eigenen Sohn nochmal rummurmeln kann, auf Deutsch gesagt, und zwei Tore schießen kann, ist das schon ganz schön, macht Spaß. Den letzten Treffer in einem einseitigen Spiel markiert erneut Mike Aumann. Diesmal nach Vorlage von Coach Andi Vogler, der 17. Treffer der Partie, ein munteres Scheibenschießen. Ja, ich denke, wir hätten ja noch ein paar Tore mehr machen können. Wir haben ja ein, zwei Mal dann noch ein bisschen Hip-Hop und Tiki-Taka, was ja unser Trainer eigentlich nicht wollte. Aber naja, die gehört ja auch dazu beim Futsal-Seiker. Von Lobeda kommt insgesamt viel zu wenig. Die paar Chancen, die es gibt, werden nicht genutzt. Einfach ist es aber auch nicht für die Gäste. Schließlich hat das Team im Gegensatz zu Arsenal auch keinen regulären Ligabetrieb in Thüringen. Ich denke mal, unsere Truppe wird das ganz gut auffangen. Wir halten sehr gut zueinander und haben Spaß und werden jetzt versuchen, das Bestmögliche aus dem zweiten Spiel rauszuholen und dann nach Hause zu fahren mit vielleicht wenigstens einem Punkt. Da wird leider nichts draus. Auch im zweiten Spiel gegen Liria setzt es für Lobeda eine deutliche Niederlage. Für Arsenal geht es weiter gegen Neuenhagen.